Hallo Klickenabendler, wir haben kurz vor Essen, der größten Brettspielmesse weltweit, und kurz vor Essen kam natürlich nochmal ein Paket aus Taiwan. Und zwar in diesem Fall mit unter anderem ein Spiel von 2plus Games, Rescue Polar Bears. Es geht darum, dass wir die Bären retten müssen auf der Antarktik, beziehungsweise im Eis, und die ganzen Elemente, wo sie drauf sind, die schmilzen, und wir versuchen sie mit Helikoptern zu retten und gleichzeitig unsere Schiffe auszubauen und auch mit den Schiffen zu retten. Ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Personen. Wir haben mal ein Gameplay für euch aufgenommen, zu zweit, damit ihr mal seht, wie die Regeln sind. Beim Spiel erklären wir euch die Regeln und am Schluss geben wir nochmal unseren Fazit kund. Spielen könnt ihr es in Essen auf der Messe und schaut am besten dann einfach mal beim Verlag vorbei. Bevor wir loslegen, zeigen wir euch mal kurz die Miniaturen, die Figuren. Das hier ist ein kleiner Babybär, das hier ist der Mamabär und das hier ist der Papa. Die Figuren selbst sind aus Ton oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall kein Holz. Könnte auch, na, Plastik ist es aber auch nicht. Beziehungsweise lackiert ist es auf jeden Fall. Fühlt sich aber sehr interessant an. Ton ist es aber, glaube ich, auch nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall was komplett anderes Material, als man sonst gewöhnt ist. Wir spielen auf einer Insel, beziehungsweise in der Antarktis oder irgendwo ähnliches. Und wir versuchen, die Eisbären vom Global Warming zu retten, beziehungsweise von der ansteigenden Temperatur, weil das Eis schmilzt. Dazu hat jeder von uns ein Schiffchen. Ich habe jetzt hier mal das gelbe Schiffchen und die Bären das blaue. Alle Schiffe im Spiel haben unterschiedliche Eigenschaften. Wir versuchen, möglichst die Eisbären zu retten, aber unsere Hauptaufgabe ist es eigentlich, diese Blättchen, Marker einzusammeln. Und wenn wir zu zweit 15 eingesammelt haben oder zu viert 20, dann gewinnen wir dieses Spiel. Wie es funktioniert, ist eigentlich ziemlich einfach. Zu Beginn wird die Landschaft ausgelegt, die ist immer wieder unterschiedlich, weil es gibt auch mehr Blättchen und die werden wieder entfernt. Dann kommen die Eisbären aufs Brett je nach Farbe und dann wird eine Karte aufgedeckt, das haben wir hier schon gemacht, und das Blättchen kommt rein. Stimmt, das ist grau. Auf grau kommt eine ganze Eisbärenfamilie. Dann haben wir separat noch Eisbären übrig in unserem Vorrat. Das sind hier in dem Fall zwei Mama, ein Papa und für vier Baby-Eisbären. Und dann beginnt das Spiel. Wer dran ist, der hat drei Aktionen. Die Bernd ist in unserem Fall mal der Startspieler. Wir wissen auch schon, welches Blättchen als nächstes schmilzen wird, und zwar die 1. Deswegen ist hier ein Schmelzmarker drauf. Woran sehen wir das? Es wird ein Alarmmarker aufgedeckt und in unserem Fall ist das die 1. Es gibt auch einen Temperaturmarker, das ist wichtig am Ende des Zuges dann. Und die Bernd hat jetzt drei Züge. Was man unter anderem in einem Zug machen kann, ist sich bewegen. Und jedes Schiff hat eine unterschiedliche Reichweite. Meins kann sich aktuell nur zwei bewegen. Dafür kann ich drei Eisbären laden und wenn ich lade, immer einen Eisbär mehr. Und die Bernd kann nur einen Eisbär laden, kann sich aber deutlich weiter bewegen, nämlich vier Felder weit. Und sie hat zwei Spezialeigenschaften, wenn wir es denn mal schaffen, dahin zu kommen. Genau, eine generelle Spezialeigenschaft, die Bernd hat, ist, sie darf eine Karte mehr ziehen. Und Bernd, ihr Charakter kann generell immer zwei Rescue-Bären ziehen, beziehungsweise Spezialeigenschaften ziehen. Und sie hat noch zwei Spezialeigenschaften, die mit den Alarmplättchen zu tun haben oder mit dem Ablagestapel. Genau, dann ist die Bernd mal dran, macht ihre erste Aktion. Dafür gibt es die Aktionsplättchen, das gibt man einfach weiter an den nächsten Spieler. Eins. Genau, da kommt schon die erste Regel. Wenn man denn auf so einer Boje stehen bleibt, dann wird die Boje aus dem Spiel entfernt. Und der Spieler, der die Boje sozusagen entdeckt hat, der kriegt eine Sonderkarte und in Berner ihren Fall kriegt sie sogar zwei, weil Blau das darf. Also eins kann vier Babybären aufladen von einem Adjacent-Teil, aber dafür verringert sich der Speed. Nummer 1. Ja, machen wir jetzt aktuell nicht, weil wir dafür relativ blöd stehen. Das heißt, die fällt weg. Bernhard, ihre Spezialfähigkeit ist aber auch, sie darf eine zweite aufdecken. Ich darf ein Base-Teil um 1 oder 2 bewegen. Das kann wiederum Sinn machen, zum Beispiel um hier eine Lücke aufzumachen. Nee, das sind die Base-Teils. Ach, ein Base-Teil darfst du bewegen. Ja, aber doch kann man schon. Ja. Du kannst dich ja nicht so viel bewegen. Richtig. Eins, zwei. Also, ne, bist du Dann wieder Schuss nämlich abgeschnitten. wieder abschmieren, das ist nicht so gut. Wenn überhaupt, dann bewegst du da eins weiter weg tatsächlich. Weil dann komme ich hier rein. Okay.
aus der Aktion. Weiter. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir schon zur zweiten Regel. Wenn man auf einem Data Collector Token, also auf einem Datentoken landet, das im Meer ist, nimmt man es automatisch auf. Es kommt aufs Spielbrett. Sobald wir das dritte eingesammelt haben, kriegen wir automatisch ein Upgrade für eins der Schiffe. Wir decken das nächste Kärtchen auf. Dafür liegt hier diese rote Flagge, dass man relativ leicht sieht, wo das nächste Data Token hinkommt. Das kommt in unserem Fall hier hin. Das ist gut, das ist relativ nah bei mir. Jetzt könnte ich noch einen einsammeln. Genau. Das heißt, für die dritte Aktion sammelt die Berner Eisbären ein. Und in ihrem Fall darf sie halt nur einen lagern. Passt. Dann, bevor der nächste Spieler am Zug ist, wird der blaue Würfel gewürfelt. Jetzt wird geguckt, wo 12. Das Plättchen ist mit der 12. Genau. In dem Fall ist Mama und Papa auf dem Plättchen. Das ist relativ simpel. Dann müssen zwei Kinder geboren werden. Aber nicht so gut. Kann nur eins geboren werden. Fürs andere ist leider kein Platz, auch auf keinem Benachbarten. Damit springt das Kind ins Wasser und damit wir es sozusagen retten müssen, müssen wir einen Helikopter-Token aufgeben. Davon haben wir nur 6. Und wenn die alle weg sind und einer springt ins Wasser oder verschwindet im Wasser, dann haben wir das Spiel verloren. Dann kommt der rote Würfel ins Spiel und der sagt jetzt, die Temperatur steigt um 2 an. Und dann wird überprüft, ist die Temperatur höher als das aktuelle Plättchen? Ja, ist sie. Das heißt, das 1er Plättchen würde jetzt schmelzen. Der Eisbär darf jetzt auf ein benachbartes Plättchen springen. In meinem Fall würde ich ihm vielleicht hier springen lassen. Das Plättchen versinkt im Meer. Dafür geht die Temperatur um 5 nach unten und wir legen das Plättchen separiert hin, damit wir wissen, das 1er Plättchen gibt es im Spiel nicht mehr. Dann wird ein neues Alarmplättchen aufgedeckt. 19. Wo haben wir die? Das müsste grau sein. Ja. Okay. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Das heißt, ich würde jetzt meine 3 Züge machen. Ich würde vielleicht versuchen, das Data-Token einzusammeln und vielleicht noch ein paar Eisbären auf dem Weg mitzunehmen. Das heißt, ich überlege gerade, 3 kann ich aufnehmen, da ist ein Kind. Ja, dann fahre ich erstmal. Maximal kann ich 2 Felder gehen, 1, 2. Dann nehme ich eine Aktion und nehme die 2 Eisbären mit, ich habe ja genug Platz. Und noch eine Aktion und ich rette das Data-Token. Oder soll ich die Mama da liegen, das Kind liegen lassen? Vielleicht, oder? Nee. Ja, aber das Kind ist jetzt beim Spielfall gemandelt. Genau, gut. Das waren meine 3 Aktionen. Dann muss auch ich würfeln. Achso, ja. Ich habe ja den Data Collector, den Data Token eingesammelt. Das heißt, es kommt ein neues Token hin. Und zwar genau hier. Da wird der blaue Würfel gewürfelt. Das ist das Teil 4. Das haben wir hier. Da ist jetzt kein Pärchen drauf. Also immer gilt zuerst, wenn Mama und Papa drauf sind, machen sie 2 Kinder. Sollte das nicht der Fall sein, wird kontrolliert, dass ein Baby drauf haben wir. Dann dürfen wir uns jetzt entscheiden, ob das Baby ein Papa oder eine Mama wird. Wir machen eine Mama daraus, eine Frau, einen weiblichen Polarbär. Und genau, sonst passiert nichts. Wir haben dann noch 2 Sonderfälle, die kommen später. Die Temperatur steigt aber um 5. Und damit ist die Bär im Zug. Ja, dann... Grundsätzlich bringt es eventuell was, wenn das hier verschwindet, aber... Also den ich hätte erst den Deckel-Token abgeladen. Ja. 1, 2. Damit kriegen wir ein Upgrade. Das kann jetzt entweder ich nehmen, ich könnte dann einen Eisbär mehr nehmen oder Speed plus 2. Oder die Bär nimmt das. Im Moment ist das noch nicht so interessant. Okay, dann nehme ich Speed plus 2. So, das war meine erste Aktion. Die zweite Aktion ist abladen. Und die haben wir ein neues Data-Token aufgesetzt? Nee, noch nicht. Das neue kommt hin. Hier. Okay, und jetzt würde ich. Da drauf? Ja, die Frage ist, ob man nicht nochmal hier runter. Ach so. Guckt, irgendwie ja, auch Richtung, machen. Damit man da welche wegnimmt. Jo, kannst du auch machen. 1, 2, 3, 4. Gut, damit wird. Es war ein bisschen Zeit, aber. Der blaue? 17, versinken 2.
Genau. Blub, blub. Gut. Wenn die 17 gewürfelt wird, ist hier eine Familie, die müsste zwei Kinder machen, ist kein Platz, auch gegenüber. Damit versinken wieder zwei mehr und wir verlieren wieder zwei Helikoptermarker. Dann steigt die Temperatur an. Wieder um 5. Berner würfelt super. Du hast die erste 5 gewürfelt. Und dann bin ich wieder dran. Ich würde mich bewegen. Und zwar hierhin. Schnapp mir dieses Token. Dann wird das nächste gleich aufgedeckt. Das kommt jetzt hierhin. Das ist gut. Dann gebe ich nämlich noch eine Aktion auf und nehme das Token auf. Dann bin ich schon beim 5. Das nächste kommt hierhin. So. Hier müsste mal was weggeräumt werden. Ja, muss ich erst mal hinkommen. Gut, dann gehe ich mal einen Schritt. Und obwohl die Berner eigentlich mächtiger ist bei dem Kartenziehen als ich, mache ich mir hier mal den Weg frei, damit ich da durchkomme. Was den Vorteil hat, dass ich jetzt auch eine Karte ausführen kann, die da sagt, all other players receive one extra action token. Also die Berner kriegt eine Aktion mehr. Wenn man es mit mehreren Personen spielt, würde jede Person eine Aktion mehr bekommen. Und dann ist mein Zug vorbei. Ich würfel mit dem blauen Würfel. Wir haben eine 7. Da haben wir wieder ein Kind. Aus dem Kind wird eine Mama in diesem Fall, weil wir haben noch mehr Mamas als Papas. Und wieder um 5. Mit dem Würfel ist da irgendwas kaputt. Also der Würfel hat eigentlich auch 2, 3 und 4 drauf. So. Gut, jetzt haben wir Temperatur über der 19. Das heißt, dass Folgendes passiert. Dieses muss schmelzen. Die dürfen vorher springen. Wir springen jetzt einfach mal mit dem Papa hier rüber. Die zwei gehen unter. Sie haben keinen Platz zum Springen. Damit brauchen wir wieder 2 Helikopter-Tokens und wir sind fast, haben fast das Spiel verloren. Und die 19 geht raus und die Temperatur sinkt um 5. Und ein neues Blättchen. Das läuft nicht das gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Die 18. Da ist wenigstens die Berner direkt dran. Und 2 können springen. Ist noch gut. Okay. So. Ja, ich sammle erstmal einen die drauf. Mama. Nicht den Papa? Nee, weil der Papa kann nach rechts springen. Dann hätten wir da ein Pärchen. Ja, du kannst auch einen Papa mitnehmen. Ja, nimm den Papa mit. Ja. Nee, ist egal, ich kann auch. Wie du willst. Bei Mamas haben wir schon genug draußen, hast du auch wieder recht. Nimm den Papa mit, passt schon. Aktien. Nee, das war das eine, was ich gerade. Achso, Zusatzaktion. Zusatzaktion. Mhm. Dann laufe ich. 1, 2. Kriegen wieder ein Upgrade. Es lohnt sich noch nicht eins von der Berner. Doch, den offenen lohnt sich. Den da? Ja, warte. Wir machen erstmal noch hier den neuen Token. Das ist von der Flagge aus. 1, 2, 3. Genau. Die Berner hat eine Spezialeigenschaft bei Blau, dass sie jetzt aktiviert mit dem Upgrade. Sie darf 3 von den Alarmmarkern offenlegen. Das heißt, wir kennen die Zahl. Und das nächste Mal, wenn ein Alarmmarker kommt, dürfen wir uns die offenen auswählen, statt ein blind zu ziehen. Okay, dann laufe ich. Lad den ab. Und würde vielleicht mal hier. Den noch aufladen, damit da mal was wegkommt. Dann musst du blau werden. Schon wieder die 7. Die 7 ist hier. Okay, jetzt haben wir die dritte Regel. Wenn hier kein Pärchen ist, wird hier geguckt, ob ein Baby ist. Ist auch nicht. Und wenn das beides nicht der Fall ist oder das Blättchen nicht da gewesen wäre, also wie gesagt, wir haben kein Pärchen, wir haben kein Baby, dann geht die Temperatur um 1 höher, als der rote Würfel gleich ansagt. Oder aber, wenn das Blättchen gar nicht da wäre, wäre das gleiche. Das heißt, man kann entweder die Temperatur jetzt schon um 1 hoch machen oder spätestens, wenn man den roten Würfel würfelt. Genau, 4 hoch. Damit schmilzt die 18. Einer springt nach rechts, einer nach links. Okay. Und 5. Oi. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, die 15 schmilzt. Alle Eisbären springen auf die 13, ans rettende Ufer. Die Temperatur sinkt um 5 nach unten. Und auch die 15 ist raus. Temperatur um 1. 3, nein. 3. Das ist schlecht. Jetzt ist die Temperatur genau auf 5 angekommen. Das heißt, 5 schmilzt. Und damit springen die alle ins Wasser. Die haben nämlich keinen Platz mehr. Und damit haben Bernhard und ich diese Partie verloren. Das war jetzt genau um einen Zug, weil ich hätte die jetzt tatsächlich mit 4 Aktionen retten können. Genau, so sieht eine Partie Rescue Polar Bear zu zweit aus.
Im Prinzip haben wir alle Regeln erklärt. Was man, wie gesagt, machen kann, ist, wenn man benachbart ist, ein Blättchen freiwillig zerstören. Dafür geht die Temperatur dann um 2 nach unten. Und das waren im Prinzip alle Regeln. Wenn man es denn später schwieriger haben möchte, wobei wir haben das Spiel jetzt erst zum zweiten Mal jetzt hier live vor der Kamera gespielt, wenn man es schwieriger haben möchte, kann man die Temperatur von vornherein nach oben tun. Oder aber es gibt auch Blättchen, auf die können die Eisbären dann nicht springen und wir können da nicht durch. Wir müssen die zerstören, um da durchzukommen, aber die Temperatur sinkt dann nicht. Sowas gibt es noch, um es schwieriger zu machen. Leichter, glaube ich, geht nicht. Na gut, Weil, du könntest die Temperatur. stimmt, die startet ja bei 6. Man kann die Temperatur natürlich Nee, sie nie. startet bei 9. Ah, okay. Ja, wir können die Temperatur natürlich niedriger starten lassen. Genau, das ist das Spiel Rescue Polarbär, was es dann bei TBD bei den Taiwanesen gibt. Das war Rescue Polar Bears. Ich kann es nicht so gut aussprechen, aber es ist ein schönes Spiel. Die Figuren finde ich sehr, sehr niedlich gemacht. Die sind nicht aus Plastik, sie sind nicht aus Holz. Ich tippe mal irgendeine Mischung aus Tonstein, Kunststein, irgendwie sowas. Sehr, sehr schön und edel. Das Spielmaterial selbst ist auf jeden Fall genug variabel, dass der Spielplan immer anders da aussieht. Wir haben es zweimal jetzt kurz vor der Messe gespielt, einmal vor der Kamera, einmal vorher ohne Kamera. Und ja, der Spielplan sieht natürlich immer anders aus. Es macht uns bisher auch Spaß. Wir haben beide mal verloren. Das heißt, das ist auch eher positiv. Beim kooperativen Spiel für Erwachsene erwarten wir normalerweise, dass wir in den ersten Partien verlieren, weil man das Spiel noch nicht so gut kennt und man erstmal mit den Regeln zurechtkommen muss und wissen muss, was wichtig ist und was nicht. Und es sollte so austariert sein, dass man normalerweise es gerade so schafft in der ersten Partie oder auf jeden Fall verliert. Das klappt also soweit schon mal ganz gut. Ja, gehört mit zu den Taiwanesen, die ich bisher gespielt habe, von den vier, die mir am besten jetzt gefallen. Das heißt, das solltet ihr euch auf jeden Fall auf der Messe angucken. Vor allem sollte dieses Spiel so umgesetzt in Deutsch erscheinen bei einem deutschen Verlag, garantiert nicht mit dem Spielmaterial. Also mit den Figuren sicherlich nicht. Das würde ein deutscher Verlag nicht machen. Der würde entweder Plastikfiguren nehmen oder Holzfiguren, aber nicht sowas hier. Und ob das überhaupt bei uns erscheint, das weiß man ja nie. Thematisch gesehen gefällt mir das Spiel auch ganz gut, ist sozusagen auch ein bisschen ein kleines Kritikspiel gegen das Global Warming, aber nur wirklich ganz, ganz minimal im Hintergrund. Und das Spielmaterial, wie gesagt, ist schön, die Regeln sind einfach und es war schwierig genug. Also wer kooperative Spiele mag, der sollte bei Taiwan Board Games bzw. 2+ Games in Essen vorbeischauen und das Spiel Rescue Polar Bears spielen. Viel Spaß damit! Und zwar mit dem Spiel Rescue Polar Bears. Bears. Wir retten doch keine Biere. Warum nicht? Kann man auch retten. Das war Rescue Polar Bears. 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 Ah, Wie ja. der Bär Ich als sozusagen. Hesse hab's da schwierig. Das war Rescue Polar Bear. Bears. Mein Gott.